Heldinnen und Helden. Da denken wir oft an Superkräfte und Capes. Im echten Leben sind Heldinnen und Helden aber viel unauffälliger. Man könnte sagen, sie sind Hidden Heroes. Heimliche Heldinnen und Helden. Zum Beispiel Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Sie tragen weder Umhang noch Maskierung. Stattdessen tragen sie einen Mund- und Nasenschutz. Und das den ganzen Tag. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Pflegerinnen und Pfleger machen oft Schichtdienst. Das bedeutet, dass sie auch mitten in der Nacht, am Wochenende oder an Feiertagen arbeiten müssen. Der Alltag als Pflegerinnen und Pfleger bringt oft auch physischen und psychischen Stress mit sich. Im Durchschnitt verdiente eine Fachkraft im Krankenhaus letztes Jahr etwa 3.500 Euro brutto im Monat. Das liegt deutlich unter dem Gehalt eines durchschnittlichen Arbeitnehmers in Deutschland von rund 4.000 Euro. Wer von dem Gehalt eine Familie mit zwei Kindern ernähren muss, liegt nur knapp über der Armutsgrenze von rund 3.400 Euro. Aber warum bezeichnen wir Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger eigentlich als Helden? Sie helfen uns, wenn wir uns selbst nicht mehr helfen können. Sie ordnen ihre eigene Gesundheit unter die der Patientinnen und Patienten. Sie müssen arbeiten gehen, wenn andere zu Hause bleiben sollen. Sie retten Leben. Sie machen den Unterschied. Sie sind aber nicht die einzigen Hidden Heroes in unserem Alltag. Die sind überall versteckt. Wir müssen nur genau hinschauen. Also, macht eure Augen auf. Wer sind eure Heldinnen und Helden des Alltags?